Beraten spricht der Kollege Schmalenbach. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Lindner, Sie haben gerade gesagt, Nordrhein-Westfalen ist Nettoverlierer beim EEG. Und ich stelle mir halt die Frage, ob das nicht vielleicht daran liegt, dass die letzte Regierung in NRW, die vorletzte Regierung in NRW, die Schwarz-Gelbe, den Ausbau der Erneuerbaren stark vermindert hat. Ich glaube, dass die Rechnung dann aufgeht oder dann sich umschlägt, wenn wir die stark ins EEG, in die Anlagen investieren und hier die Anlagen auch stehen haben. Und ich würde gerne über Nordrhein-Westfalen reden an der Stelle. In Nordrhein-Westfalen ist Energieland Nummer eins und das soll auch aus unserer Sicht so bleiben. Historisch ist diese Rolle zweifellos dem Kohlebergbau im Ruhrgebiet und am Niederrhein zu verdanken. Er hat einen wesentlichen Anteil am Aufbau der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Zu Recht konnten die Menschen damals stolz auf diesen Beitrag sein. Aber wir alle wissen, der Steinkohlebergbau wird 2018 enden. Was bleibt, ist der Braunkohlebergbau. Ihm und den damit verbundenen Kraftwerk ist es zu verdanken, dass NRW auch einen anderen Spitzenplatz hält. Denn NRW ist Nummer eins bei den CO2-Emissionen und sorgt allein 2013 mit rund 300 Millionen Tonnen Kohlendioxid für rund ein Drittel des gesamten Ausstoßes in Deutschland. Wenn das der Preis dafür ist, Energieland Nummer eins zu sein, dann ist er zu hoch. Viel zu hoch für unser Klima, viel zu hoch für unsere Zukunft. Vor diesem Hintergrund muss die Debatte hier geführt werden. Bei der Steinkohle sehen wir, wie schwierig es ist, den Strukturwandel zu gestalten. Bei der Steinkohle sehen wir auch, dass es richtig ist, ihn aktiv, am besten proaktiv zu begleiten. Wer fordert, den notwendigen, unvermeidlichen Wandel dem Markt zu überlassen, der beweist, dass ihm Menschen, Arbeitsplätze und Klimaschutz gleichgültig sind. Es ist die Aufgabe der Politik, hier einzugreifen und die Anpassungsprozesse zu gestalten. Zweifellos muss die Regierung hier geschlossen handeln. Und der Umweltminister darf nicht Hü sagen, während der Wirtschaftsminister Hott ruft. Auch wir vermissen eine klare Linie. Diese muss aber vor allem auf dem Ausbau der im Land verfügbaren Potenziale von Wind- und Sonnenenergie ausgerichtet sein. Sie darf nicht zulassen, dass hier von Berlin aus gebremst wird. Die Regierungschefin ist gefordert, denn sie kann Einfluss über den Bundesrat und die Ministerpräsidentenkonferenz nehmen. Nur sollte sie sich nicht den Fehler machen, sich zur Lobbyistin der Braunkohle zu machen. Ebenso wie bei der Steinkohle ist hier ein geregelter Ausstieg weit früher als 2045 notwendig. Wir denken, der beste Weg dazu ist ein Braunkohleausstiegsgesetz, das Klarheit für alle Betroffenen schafft und die Grundlage für aktive Gestaltung des Prozesses ist. Die Industrie- und Wirtschaftskultur unseres Landes unterliegt dem Wandel. Wer sich gegen ihn stellt, der wird keinen Erfolg haben. Die CDU sollte heute begriffen haben, wie falsch es war, während ihrer Zeit in der Regierung den Ausbau der Windkraft im Land aus populistischen Gründen zu behindern. Die SPD sollte heute begreifen, dass die Braunkohle auf Dauer nicht zu halten ist. Und die Grünen sollten sich erinnern, wofür sie einmal standen in NRW. Ja, die gemeinsame Strategie ist wichtig, aber sie muss in die Zukunft gerichtet sein und nicht die Vergangenheit konservieren wollen. Die Zukunft gehört den Erneuerbaren. Dezentrale Strukturen müssen auch durch den Netzausbau ermöglicht werden. Auch hier gilt, es dürften nicht Planungen umgesetzt werden, die heute schon nicht mehr der Realität entsprechen. Hierzu haben wir nachher ja auch noch einen Antrag im Plenum. Ich hoffe, dass Sie dem zustimmen werden. Beim Netzausbau und beim Bau von Speichern ist auch das Know-how der Netzbetreiber gefragt. Stadtwerke können wesentliche Anteile an der Energieversorgung der Zukunft zurückgewinnen. So werden auch Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen werden können. Zu der Strategie muss auch ein neues Strommarktdesign gehören, das vor allem eine gerechte Verteilung der Kosten gewährleistet. Wenn sich mittlerweile in Holland die energieintensive Industrie bei der eigenen Regierung beklagt, dass der Strom für die Wettbewerber in Deutschland viel günstiger ist, dann sollten zwei Dinge klar sein. Das Marktdesign passt nicht mehr zur veränderten Wirklichkeit und es gibt keinen Grund für die viel zu weitgehende Befreiung von der EEG-Umlage für Deutschlands Großverbraucher.
Statt an dieser Stelle immer weiter in die falsche Richtung zu steuern, solange bis die EU die Notbremse zieht, sollte die Landesregierung auch hier endlich zu einer vernünftigen Linie finden, die sie konsequent auf allen Ebenen vertritt. Dann wird auch die Forderung nach einem gleichzeitigen Dreieck von Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaverträglichkeit bei der Energieversorgung glaubwürdig. Und glaubwürdig will unsere Regierung doch sicher sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.